So, und da geht's auch direkt weiter mit Let's Play Pokémon Feuerrot. Ja, wir sind hier jetzt auf Island 7 und ich würde sagen, wir machen erstmal einen kleinen Ausflug zum Trainerturm. Irgendwo auf dieser Insel schlafen besondere Pokémon. Herausforderung von Psycho Raul. Ja, da machen wir doch einen Steinhagel. Traumato. Vielender. Super effective. Und weg mit dem. Und noch ein Hypno. Der kriegt auch gleich einen Vielender. Damit ist er auch weg. Was für ein Trainer. Ich spürte, dass du kommst. Herausforderung von Psycho Dario mit einem Girafarig. Diesmal Girafarig rückwärts. Was kriegst du dabei raus? So. Dann schauen wir doch hier mal. Okay, nach dem wilden Tentacher schauen wir dann hier mal. Der Trainerturm. Ja gut, ich möchte hier jetzt eigentlich nicht besonders viel machen. Ich habe keine Pokémon, die auf DV oder EV sind. Also lassen wir das hier jetzt irgendwie mal sein, weil sonst kommen wir hier eh nicht wirklich weit. Das Einzige, was halbwegs EV trainiert, das ist ja, das Dragon hier. Nicht viele Leute kommen hier raus. Ich bin überzeugt, dass mich mein Training hier immer stärker werden lässt. Jawohl, immer stärker. Möchtest du eine solche Attacke lernen? Sie heißt Schwerttanz. Es ist zwar eine super Attacke, aber nein, danke. Huh, ich besiege dich mit links. Na, das möchte ich mal sehen. Wenn du mich mit links besiegst, dann kämpfe ich eben mit rechts. Weil dann gewinne ich. Und der Vielender. Ist auch wieder sehr effektiv. Level 55 für Mike. Und noch ein Bluebella. Haben wir denn da noch irgendwas? Ja, Aerodactyl kommt da auch gut gegen an. So. Dann machen wir hier mal einen Flügelschlag. Der ist nämlich sehr effektiv. Da haben wir die Ilse auch besiegt. So. Kommt auch noch nicht an Don Marcy vorbei mit dem KP. Ja. Irgendwann sehen wir ihn schon noch. Ein Visor. Ich mag wie Senior. Servus, bist du in meinem Fanclub? Jongleur Marek.
Oh Gott, oh mein Gott, it's Merrick. Gegen Elektro-Pokémon will ich mit Flugattacken gar nicht erst ankommen. Dann machen wir gleich eine Antikraft. Noch ein Voltball. Solange wir die Attackenpunkte haben, sollten wir sie auch nutzen. Ein Tansa. Das kriegen wir auch mit dem Flügelschlag kaputt. Da ist zwar die Antikraft genauso effektiv. Aber gut. Von Antikraft haben wir wesentlich weniger Attackenpunkte. Und noch ein Tansa. Die einzige Angst, die ich vor denen habe, ist von der Explosion. Aber selbst die sollte Aerodactyl jetzt nicht allzu viel abziehen, wegen Resistenz und so. Die Insel ist zu weitläufig, es ist schwierig, sie zu bewachen. Wieso willst du die Insel überhaupt bewachen? Pokémon Ranger Alphons mit einem Ultrigaria. Ja, das gibt wenigstens mal ordentliche P. Zumindest halbwegs. Unser Xenia würde mehr geben. Ja, wenn man vom Teufel spricht, da haben wir ein Xenia. Da würde ich jetzt sogar mal Fliegen auspacken. Könnten wir direkt brauchen. Ist zwar hier nur 10 Punkte stärker, aber die können auch schon was ausmachen. Und da haben wir den Alphons besiegt. Ich bestrafe Leute, die Pokémon missbrauchen. Pokémon Ranger Saskia mit einem Doofloor. Da reicht jetzt aber wieder ein Flügelschlag. Und ein Giflor. Da packe ich lieber mal wieder Fliegen aus. Hat sogar so nicht gereicht. Da kommt die Stachelspore durch. Naja. Und eine Top-Genesung hat die auch noch. Ja, super. Ja, mal hoffen, dass wir jetzt nochmal durch die Paralyse durchkommen. Dann haben wir das aber auch geschafft. Oh, ein Blättertanz. Das könnte wehtun. Okay, weniger als ich dachte. Giflor hat normalerweise einen guten Spezialangriff. Oh gut, unser Aerodactyl hat ja auch eine relativ gute Spezialverteidigung. So. Dann. Haben wir denn noch einen Paraheiler? Sieht nicht so aus, dann nehmen wir den Hyperheiler. Wobei, ich benutze ihn, wenn wir Aerodactyl wieder einsetzen müssen. Was haben wir hier? Ich bilde ein Team mit Till und wir kämpfen gemeinsam. Ein Doppelkampf. Herausforderung von Junges Glück, Tizia und Till. Entoron und Enton.
gut. Das ist einfach das Stärkste, was ich machen kann. Ist ja anscheinend auch stark genug, wie man sieht. Eine Hydropumpe. Na gut, dann kriegst du jetzt noch einen Ruckzuckhieb und dann war's das. Tja. Hier kann man, glaube ich, nicht surfen. Yep. Die Siebenschatzschlucht. So. Kämpfen die auch im Doppel? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Grit, mein Schatz, komm, zusammen werden wir gewinnen. Ja, die kämpfen zusammen. Ein Ass-Duo. Prima Paar heißen sie hier. Ole und Grit. Miltank und Tauros. Ja, da würde ich mich erst ums Tauros kümmern. Tauros macht mehr Schaden. Oh nein, Donnerblitz nicht gegen Adrian einsetzen, das tut nicht gut. Ein Fuchtler. Das Miltank igelt sich ein. Nun, Volltreffer gegen das Miltank gemacht. So, Adrian heilt sich wieder ein bisschen durch die Überreste. So, Kaskade und ein Durchbruch. Dass das nach einem Einigler schon so viel ausmacht. So. Dann, wo haben wir es denn? Letzten Supertrank für Jake hernehmen. Ich habe übrigens auch wieder ein paar Hypertränke eingekauft. Tja, mein Nugget. Da ist eine Höhle. Mal schauen, was da drin ist. Tanibo-Schlüssel. Richtig verstehen müssen die Felsen auf die Markierungen da. Okay. Schauen wir mal. Also hier war ich, glaube ich, jetzt noch nicht. Das müsste ich mal schauen, ob da irgendwas passiert. Da-da. Macht man das mit denen?
So, die zwei kriege ich jetzt aber nicht mehr voneinander weg, ne? Das Rätsel wird dann komplett resettet, oder? Yep. Moment mal. Aber ich glaube, ich hab's. Die kann man ja einfach schon mal so hinschieben. Okay, irgendwo in der Ferne gibt es eine geheimnisvolle Erschütterung. Keine Ahnung, was das jetzt ausgelöst hat. Das Rätsel hier mache ich zum ersten Mal. Auf Island 7 war ich, glaube ich, noch nie wirklich unterwegs. Zur Trimmerer habe ich nichts dabei. Naja. Dann machen wir hier mal weiter. Es macht nichts, dass du zufällig die stärksten Pokémon hast. Das bedeutet nichts, wenn du nicht mit ihnen umgehen kannst. Ja, das stimmt allerdings. Starke Pokémon zu haben ist eine Sache, man muss auch mit ihnen umgehen können. Sonst bringt einem das relativ gar nichts. Beweisen mir irgendwelche Passanten, die mit irgendwelchen legendären Pokémon, die man normalerweise nicht benutzen darf, um sich rumschmeißen, immer wieder zu gut. Wenn ich die mit irgendwelchen Pokémon besiege, die eigentlich sonst gar nicht gespielt werden, weil sie normal zu schwach sind. So, komm, gib ihm eine Hydropumpe. Dafür haben wir die Attacke doch drauf. Ein Ursaring. Und noch eine Hydropumpe. Das gab jetzt ganz schön viele P. Level 55 für Adrian. Da haben wir den Toni auch besiegt. Und nebenbei hat sich Adrian in dem Kampf wieder ein gutes Stück hochgeheilt. So. Und dann geht's weiter. Top-Elixier. Ein Funpi. Was haben wir denn hier? Für sich alleine trainieren ist mit Sicherheit keine schlechte Idee, aber mit einem Partner nach den Sternen zu greifen ist auch in Ordnung. Auch Bruno. Er hat zuvor mit einem Kumpel namens Camillo trainiert. Camillo, der Arenaleiter aus Faustauhafen. Ich arbeite, um die Umwelt zu schützen. Im Gegenzug beschützt die Umwelt mich. Herausforderung von Pokémon Ranger Eckbert. Mit einem Tangela. Das mit dem Tangela gefällt mir hier jetzt nicht wirklich. Nicht mit Jake. Tangela hat eine, meiner Meinung nach, ein bisschen zu starke physische Verteidigung. Das machen wir lieber mit dem Flammenwurf von Gluraguli.
Ein Owei. Da bleiben wir drin. Das sollten wir auch mit dem Flügelschlag wegkriegen. Und ein Kokorai. Ja gut, da machen wir dann doch lieber einen Flammenwurf, weil Kokorai ist ja eher in der physischen Verteidigung stark. In der speziellen Verteidigung ist es zwar jetzt auch nicht so schlecht, aber in der physischen ist es schon ein gutes Stück stärker. Wow, du bist stark. Möchtest du mich beschützen? Nope, kein Interesse. Deine Schuhe sind ziemlich cool. Pokémon Ranger Mechthild mit einem Chanera. Das gibt schön viel EP. Und mit Donnerblitz versuche ich sie erst gar nicht. Wenn ihr einen Chanera bekämpft, immer physisch angreifen. Du bist ganz schön stark dafür, dass du so niedlich aussiehst. So, was haben wir hier? Ich bin in Topform. Und das Item da unten komme ich nur ran, wenn ich einen Zertrümmerer benutze. Und Zertrümmerer will ich nicht benutzen. Mühlenmädel Elfi. Mit einem Rasaf. Das ist nicht unbedingt was für Jake. Ein Geowurf. Der macht jetzt 48 Schaden. Okay, ich das wusste. Geowurf macht immer genau so viel Schaden, wie das Level des Anwenders ist. Ein Capoeira. Mit Bedroher. Ich freue mich. Dann kriegst du halt einen Flammenwurf. Puh. Gut, dass ich nicht mit Flügelschlag draufgehauen hätte. Den hätte er nämlich auch überlebt und dann hätte er mich gekontert. Ein Mashok. Besiegt. Ja, und das Item komme ich hier wirklich nur ein wenig Zertrümmerer habe. Du siehst stark aus. Ich will gegen dich kämpfen, bitte. Astrainer Ottmar mit einem Rizeros. Das ist nicht wieder nicht unbedingt der richtige Job für Jake. Das ist eher was für Mike. Mit einem Surfer. Hätten wir auch Erdbeben machen können, aber Surfer ist doppelt effektiv. Macht gleich den vierfachen Schaden. Außerdem hat Rizeros eine wesentlich stärkere Verteidigung als Spezialverteidigung. Lamus. Ja, das ist jetzt wieder was für Jake. Gerade jetzt, wo er den Level Up hat, aber das ist mir jetzt egal, den schicke ich jetzt rein. Weil Lamus ist vor allem in der physischen Verteidigung richtig stark. Gut, in der speziellen ist er jetzt auch nicht gerade ohne. Aber ein Donnerblitz von Jake reicht ja offenbar aus. Ursaring. Ja, da können wir jetzt wieder wechseln. Das macht Gluraguli jetzt. Hm.
Der ist ja auch schon wieder kurz vorm Level Up. Probier mal den Flammenwurf. Ein Schlitzer. Na gut, und einen Durchbruch hinterher. Und Level 56 für Glurakui. Ein Kangama kommt in den Kampf. Ja, dann schicken wir doch mal Mike wieder in den Kampf. Zum Glück ist es kein Mega-Kangama, denn Mega-Pokémon gibt's hier nicht. Dafür sind wir im falschen Paralleluniversum. Ein Irrschlag. Natürlich verwirrt er mich damit. Aber er vergiftet sich auch dran. Na gut. Ah, natürlich hat er eine Top-Genesung. Was denn auch sonst? Alles andere hätte mich ja von dem Ast-Trainer auch irgendwie gewundert. Wenigstens kommen wir durch die Verwirrung durch. Und sind auch nicht mehr verwirrt. Das heißt, das Erdbeben tötet ihn jetzt. Und dann kommt hier noch ein Mashup. Das machen wir auch noch mit Mike. Der kriegt nämlich auch nochmal schönes Erdbeben. Und ich sehe gerade, ich habe die Paarzeit ein bisschen überzogen gerade. Das kommt davon, wenn man nicht auf die Zeit schaut. Und einfach weiterspielt, weil es gerade so Spaß macht. Okay. Dann beende ich jetzt an dieser Stelle wieder diesen Part. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut.